Sie hat eine Mission. Notärztin Carola Holzner, besser bekannt als Doc Caro, rettet Leben. Und sie will, dass das alle können und in der Schule lernen. Doc Caro ist in Berlin. Hier wählt sie am Wochenende den Bundespräsidenten. Und sie hat noch ein großes Ziel. Ich kann hier persönlich, und zwar face to face, erklären, warum mir das so wichtig ist. Dass jeder ein Leben retten kann, dass wir bereits in den Schulen die Schüler lehren müssen, wie das funktioniert, sie motivieren müssen. Und das werde ich hier adressieren. Doc Caro will den Politikern klarmachen, wie wichtig Erste Hilfe ist. Ihre Mission? Unterstützung vom Bundeskanzler und Gesundheitsminister. Doch an die beiden ranzukommen ist gar nicht so leicht. Enger Terminplan, Zeitdruck, eine Herausforderung. Ich habe gesehen, unser Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist da. Und ich kenne ihn noch aus seiner Zeit, bevor er Gesundheitsminister war. Und da hat der Karl mir erzählt, dass er selber mal ein Leben gerettet hat, also selber mal reanimiert hat und mir versprochen, dass er mich unterstützen wird. Und gleich schnappe ich mir den mal. Und dann will ich ihn mal fragen, ob er noch sein Wort hält. Ja. Doc Caro schafft es allein, mit dem Gesundheitsminister zu sprechen. Wenn die Kinder es können, dann kann es bald die ganze Gesellschaft. Also kann ich mich darauf verlassen, dass Herr Lauterbach als Bundesgesundheitsminister mit den Ländergesundheitsministern das zumindest mal sagt, das wäre eine sehr, sehr gute Idee. Ja, auf jeden Fall. Das ist das Allermindeste. Ich nagel Sie fest, Herr Lauterbach. Das ist alles gut. Das können wir abbuchen als etwas, was stattfindet. Das freut mich sehr. Ein wichtiger Schritt auf Doc Caros Mission. Denn dass jede Minute zählt, um Leben zu retten, erlebt die Notärztin aus Duisburg jeden Tag. Sie weiß, wie hoch die Belastung für Pflegepersonal ist und dass die durch ausgebildete Ersthelfer entlastet werden. Mit der Petition Ich rette dein Leben will sie, dass Leben retten Teil des Unterrichts wird. Für Doc Caro eine Herzensangelegenheit, von der sie auch den Bundeskanzler überzeugen will. Das ist eine gute Idee, dass tatsächlich alle das lernen. Man weiß ja nicht, ob es nicht wirklich auf einen selbst ankommt, der das Leben eines anderen Menschen jetzt akut retten kann. Also Herr Scholz ist dafür, ist am Start und ich verspreche Ihnen, Sie kriegen von mir noch einen Erste-Hilfe-Kurs, damit Sie wissen, was zu tun ist. Vielen, vielen Dank. Danke. Dieses Versprechen steht und Doc Caro bleibt weiter hartnäckig und ganz nah dran, wie im Aufzug mit Wirtschaftsminister Robert Habeck und Arbeitsminister Hubertus Heil. Carola Holzner will, dass sich etwas ändert. Da bleibt nur wenig Zeit für Pausen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich was bewegen kann. Ich weiß, dass das sehr, sehr langatmig ist. Ich weiß, dass es nicht damit getan ist, dass ich hier bin und zwei, drei Menschen erzähle, wie wichtig das ist. Ich weiß, dass das sehr viel Arbeit ist im Hintergrund, dass es sehr viel Gespräche führen. Mein Mund ist auch schon ganz trocken, weil ich den ganzen Tag wirklich Menschen hier, ich möchte es plastisch sagen, Kotelett an die Backe laber. Aber immerhin kriege ich immer danach ihre Visitenkarte und ich werde eingeladen. Also so schlimm kann es nicht sein. Und das ist mir wichtig. Und das ist positive Aufregung. Genau das habe ich mir gewünscht. Doc Caros Mission ist erfolgreich. Unterstützung vom Gesundheitsminister und ein geplanter Termin für einen Erste-Hilfe-Kurs mit dem Bundeskanzler. Mission platziert. Mehr kann ich an diesem Wochenende nicht erwarten. Für die Notärztin nur ein Schritt, denn sie will nicht nur für die Ersthilfe-Ausbildung kämpfen, sondern auch für bessere Bedingungen der Pflege- und Rettungskräfte.